Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Dual Icore mitgebracht. Die Dual Icore sind ganz coole Waffen, anders kann ich es nicht sagen. Und jetzt habe ich hier für euch ein Bild vorbereitet. Wir haben drin als Haltungsschnitz eine Gottesanbeterin, machen die ganze Zeit die Block-Kombo. Blutrausch, Zustandsüberladung, Prime Druckpunkt, triffende Berührung, Ausweiter, voltaischer Schlag, ansteckende Plage, bösartiger Frost oder halt eben der Hitze-Doppelmod sind hier die Mods unserer Wahl. Und alles in allem, ja, zeige ich euch einfach mal, was diese Waffe so kann. Also durch diese Block-Kombo natürlich sehr, sehr angenehm zu spielen. Gegner Level 155 und los geht's. Was ein bisschen schade ist, ist halt, dass wir keinen Base-Damage haben. Also wir haben Gift-Basis-Schaden und bedeutet, wir haben generell etwas weniger Procs, die wir haben. Für Zustandsüberladung. Aber was euch vielleicht schon mal auffällt, wir haben hier noch durch unsere Haltung die ganze Zeit Impact-Procs, beziehungsweise auch Slash-Procs. Was bedeutet, dadurch haben wir auch noch einen erhöhten Schaden. Deshalb gleicht sich das auch nochmal einigermaßen aus. Und wie ihr gerade seht, wir machen massivsten Schaden. Man könnte sogar überlegen, jetzt hier noch einen Finisher-Mod reinzumachen, aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wirklich must-have. Ihr habt gerade gesehen, wie schnell wir die Level 155er Gegner weggefetzt haben. Also doch ein sehr, sehr brauchbares Ergebnis. Man könnte auch überlegen, zum Beispiel andere Kombinationen reinzumachen. Man könnte überlegen, auf Gas zu gehen für Korpus. Also ihr habt da jede Menge Freiheit, was ihr machen wollt. Ich zeige euch nur, was so möglich ist. Und ja, damit wären wir auch schon durch. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.